Hallo liebe Zuschauer bei Out for Ride zu einem neuen Video. Ich bin auf der Hinfahrt zu Motorrad Rusa in Haselau. Das ist in der südwestlichen Elbmarsch im Kreis Pinneberg, wo ich lebe. Und Hans-Hermann Rusa, den kenne ich schon seit 99 oder seit 97. Ich habe meinen ersten Roller da schon gekauft. Und Hans-Hermann Rusa ist KTM und Yamaha Vertragshändler. Schöner kleiner Familienbetrieb, kleine Werkstatt, 3-4 Angestellte, ganz guter Betrieb, macht einen ordentlichen Job, ehrliche Arbeit und hat noch eine schöne Ausstellung von Yamaha und KTM Fahrzeugen. Und ich möchte heute den direkten Vergleich zu meiner Africa Twin CRF 1000L führen, indem ich eine Yamaha Tenere 700 World Ride Probe fahren werde. Ich bin die ganze Woche auf der Intermod 2022 unterwegs gewesen, bin heute Morgen mit dem Flieger in Hamburg wieder gelandet von Köln und habe den Rest des Tages frei und habe das mal kurzfristig jetzt wahrgenommen. Wir haben erfreulicherweise, wie ihr seht, schönes Wetter und ich habe die Drohne mitgebracht und ein paar Kameras und so weiter. Und mein Sohn wird mich begleiten, der fährt hinter mir und auch ein paar Außenaufnahmen machen. Es gibt ja genug Videos davon. Ist ja nicht so, dass ich was Neues erzählen würde, aber ich möchte gern den Test für mich selber machen, weil mich dieses Fahrzeug echt interessiert. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass mir der Motor eigentlich zu klein ist und das Fahrzeug eigentlich auch ein bisschen zu schmal. Aber ich habe bei der Intermod mit jemandem gesprochen, der sagte, dass es ein tierisch geiles Bike ist und ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Tja, und so ist es. So, hier komme ich an bei Motorrad Rusa. Ihr seht, ist einiges los hier. Ich werde gleich mal reingehen und das mal klar machen hier. So, da steht sie, die Tenere 700 World Raid. In der großen Ausführung mit größerem Tank und etwas längerem Hub im Fahrwerk. Sehr nices Teil. Schöne Undercover-Camouflage-Lackierung hier von dem Kunststoffteil oder wie soll ich sagen, Musterung. Sehr edel finde ich diesen Yamaha-Schriftzug hier. Schicke Kayaba-Gabel, upside down. Und ziemlich stylisch die beiden Tankstutzen und einen schönen Öhlins-Lenkungsdämpfer. So, sehr aufgeräumtes Cockpit. Und ganz geil, kristalline Darstellung, sehr scharf. Das sieht doch fett aus, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. So, problemlos angesprungen. Hier vorne im Cockpit eine USB-Dose mit 2,0 Ampere Ladestrom. Hier vorne ABS an- oder ausschaltbar für Geländeeinsatz, durchaus interessant, damit man die volle Kontrolle über die Traktion hat. So, Spiegel nicht zu aufgeregt, nicht zu groß, alles relativ clean gehalten. Das finde ich wirklich richtig geil hier, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr. Das sieht richtig, richtig fett sieht das einfach nur aus. Breitarsch. Also, oh, Wahnsinn, wie leicht das Ding ist. Super handliches, sehr straffes Fahrwerk. Macht total Spaß direkt. Motor zieht schön durch. Ist durchaus spritzig, braucht aber Drehzahlen. Das ist natürlich klar. Also im Vergleich zu meiner Africa Twin fehlen halt einfach mal 25 PS und 300 Kubik. Das ist natürlich vollkommen klar. Das kann nicht dieselbe Leistung sein. Das erwarte ich natürlich auch gar nicht. Aber das Ding macht Spaß, muss ich sagen. Also ich habe immer gesagt, ich will nichts mehr unter 1000 und nichts mehr und nennenswert unter 100 PS. Meine Varadero hat 1094 PS und die Africa hat 1095 PS.
Das ist etwas, womit ich gerne arbeite. Jeweils zwei Zylinder, die Afrika den Rhein zwei Zylinder. Hier in dieser Teneré ist ja der bekannte MT07 Motor mit 73 PS. Und der ist ja schon zigtausendfach, kann man sagen, geprüft und für gut befunden worden. Und das ganze Handling auch so, wie man so drauf guckt, sage ich. Das ist einfach total geil und fett. Das macht richtig Spaß. Also jetzt schon muss ich sagen, sehr schönes Motorrad. Und dieses Display finde ich sensationell. Diese scharfe, brillante Darstellung. In der Mitte sehr schön zu sehen, die Ganganzeige. Unten die kmh und dann die Drehzahlen im analogen Rundinstrument. Das passt sehr schön. Das ist noch so ein Hauch von Oldschool, aber mit neuester Technik. Das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Motor läuft auch zivilisiert. Der Auspuff ist keine Schreianlage. Klar, ist auch ein Euro 5 Fahrzeug. Kupplung läuft sehr schön sauber, da ist kein Ruckeln, kein Haken. Die lässt sich sehr schön dosieren mit der Hand. Und diese Kurvigkeit, also die Leichtigkeit der Kurven, das ist toll. Obwohl die auch ein 21 Zoll Vorderrad hat, genau wie die Afrika und ein 18er hinten, ist die Afrika doch irgendwie ein bisschen spurtreuer, muss ich sagen. Liegt vielleicht am größeren Gewicht oder vielleicht hat die Afrika einen längeren Radstand. Das habe ich jetzt so nicht genau auf dem Zettel. So, wir fahren mal zum Haseldorfer Hafen. Da können wir noch ein paar Fotos machen und mal die Drohne fliegen lassen. Motorrad. Die macht ja richtig Spaß. Super. Ja, sehr schön verarbeitet. Farbspiel mit den blauen Felgen und den silbernen Speichen, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich würde mir bei meinem Motorrad noch ein goldenes Kettenrad anbauen. Das Blau finde ich sehr schön. Und mir gefällt ganz besonders diese Front. Das sieht so schön Paris-Dakar-mäßig aus. Ja, der Auspuff ist überarbeitungswürdig, finde ich. Der sieht in meinen Augen nicht so richtig schön aus. Aber gut, dafür liefert die Zubehörindustrie sicherlich reichlich Auswahl in Schwarz, Carbon und Edelstahl. Leo Winsche wird sicherlich was haben. GPR sowieso, Remus, MIF und wie sie alle so heißen. Ja, tolles Moped. Gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Erwähnenswert ist natürlich noch die voll einstellbare Gabel hier im Zug- und Druckstufe. ...43mm Upside-Down-Gabel von Kayaba. Hier oben wird die Druckstufe eingestellt und weiter unten oder unten von unten an der Gabel wird dann die Zugstufe eingestellt. Da reicht üblicherweise ein handelsüblicher Schraubenzieher für. Somit ist das Fahrzeug voll auf seinen Beladungszustand und gegebenenfalls auf Fahrervorlieben anpassbar. Ja, liebe Out4Ride-Zuschauer, das war eine, wie ich finde, genügend ausgiebige Probefahrt mit der Teneré 700 World Raid.
Wir haben ca. 40, 45 Kilometer gemacht damit und das ist ein tolles Motorrad, das muss ich wirklich neidlos zugestehen und meine Meinung über dieses Motorrad hat sich grundlegend geändert. Die ist nicht zu klein, die ist nicht zu leicht oder nicht zu schwer, die hat nicht zu wenig Hubraum, die fährt wirklich toll und das Handling macht so viel wett. Die Beschleunigung finde ich super, also schönes Motorrad, muss ich wirklich sagen. Wenn ich die Afrika nicht hätte, wäre das das nächste Motorrad. Ich finde auch den Style so geil von dem Ding. Wer weiß, was nach der Afrika kommt. Ganz tolles Ding, also ganz klare Kaufempfehlung an jeden, der Lust hat, Straße, Kurven und auch ein bisschen Gelände zu fahren. Das ist genau die richtige Wahl, völlig klar. Wirklich, wirklich schön und top Komponenten verbaut, Fahrwerk super, Öhlins Lenkungsdämpfer, alles klasse. So, zurück beim Motorrad Rusa, ist die Exkursion beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es Spaß gemacht hat, gerne liken und abonnieren.